Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter King. Unser erstes Champions League Achtelfinal-Hinspiel, Leute, gegen Juventus Turin. Mal gucken, wie wir das Spiel durchkriegen. Und wie gesagt, letzte Folge haben wir ein paar gute neue Spieler gekriegt. Guten. Die werden wir aber wahrscheinlich erst in der neuen Saison, wenn in der neuen Saison ins Team integrieren, wahrscheinlich. Oder wenn sie halt sozusagen ins Team, wenn die halt gehen wollen, das so spätestens, da werden wir handeln. Das sind halt mehr ein gutes, mehr ein richtig gutes Spieler. Ja, wir müssen halt mal gucken, wie die spielen. Und gleich gibt's noch neue, ja. Und jetzt wollen wir erstmal gegen Juventus Turin ins Viertelfinale kommen, Leute. Das ist so unser Ziel, Leute. Und dann schauen wir mal DFB-Pokal noch, Leute, und die, wie gesagt, die Bundesliga, wo wir halt so 5 Punkte hinten dran sind, so 5, ja, da wollen wir noch, ne, jetzt müssen wir halt die Trikots, jetzt haben wir ein bisschen Trikottechnik, auswärts passt, wir müssen das Heimtrikot, alternativ ist sehr schwierig. Jetzt müssen wir das Heimtrikot nehmen, Leute. Also, da müssen wir halt mal in der neuen Saison dann mal gucken, wie wir es machen. Oder mit der neuen Saison. Ich bin mal überlegen, ob bei der neuen Saison ein neues Trikot und neues Auswärtsheimtrikot und und Alternativtrikot uns. Und jetzt wollen wir erstmal einen schönen Sieg gegen Juventus und dann den Juventus Turin spielen und dann schauen wir mal. Und jetzt bin ich mal richtig gespannt. Schaffen wir gegen Juventus Turin den Sieg? So, jetzt erstmal ruhig mal aufbauen von hinten, Leute. Unser EMU. Oh, er ist ein EMU, Juventus. Wo ist Sommer, ist Achter, oder? Ist ein bisschen abgelaufen. Liverpool holt Olmo. Wow, Alter, hat Liverpool sich erwartet. Okay. Jetzt haben sie noch einen Stürmer. Man weiß nicht, wen sie verkauft haben. Oh, Hassan hängt sein. Hassan. Was? Oh, Juventus kämpft. Ah, die kämpfen jetzt hier mit uns um den.
Wir spielen ein bisschen, heute ist ein bisschen heute ein ruhigeres Aufbauspiel, Leute. Alessio. Ah, der Liverpooler Torhüter ist jetzt in Juve, okay. Spielt in Juve. Wo spielt jetzt in Juve? Okay. Okay, gegen Juve. Okay, heute ist es. Oh, das ist doch abseits. Abseits wäre sehr. Nö. Okay, ja, da sind. Ja, das Ding ist halt, ich finde halt. Aller Knutzen von aller. Na, heute wird es ein interessantes Spiel, Leute, denke ich. Wow, Junge, der Ball ist wie ein. Ah, oh, schade. Ja, so die. Jetzt wird man langsamer. Boah, die Defensive ist aber echt gut, Leute. Junge, bei Juventus, wir heute. Das Spiel ist jetzt heute ein bisschen anders. Oh, Abseiter. Ja, heute kämpfen wir ein bisschen mit der Taktik. Ja, mit Juventus zeigt wirklich, wir brauchen mindestens ein. Alla, die Pelle funktioniert. Alla, warum sollten nicht wieder nicht funktioniert gegen Juventus? Die Spiel, alla. Was noch?
Warum wir warten und aber der Krieg, die kommen einfach nicht in den Dinger, wo zwei. Oh, Junge, was ist Alter heute, Mano, Mano, was ist denn heute wieder, Alter, mit Mano? 2-0, Mann. Boah, Alter, wir müssen in der zweiten Hälfte ein bisschen aufdrehen, oder? Wir wollten nur ein bisschen ruhiger anfangen, aber es war... Okay, wir müssen in der zweiten Hälfte Druck erhöhen, Leute, Druck erhöhen, Leute, weil sonst wird hier ein sehr kurzer Abend, Leute. Sonst wird es eine sehr kurze Saison, Champions League Saison. Ah, dann wird's. Oh, da wollten wir abfangen. Ja, dann wird's nicht. Und jetzt sind die wieder zurück, Simon und das Team wieder mal. Zeig mir, was wir können, Leute. Der erste war ein Satz mit X, Leute. Und jetzt drehen wir jetzt ein bisschen das Spiel mal ein bisschen auf. Ah, die Idee war nicht schlecht. Aber man merkt hier, ja. Boah, die sind... Junge, der passt in die Pelle rein, Mann. Ein Vorteil ist es. Ein Vorteil ist es, Leute. Ja, es sind nur ein Tor Rückstand, Leute, und sofort ein Tor nur Rückstand. Oh, muss ja... Ah, man kommt. Juve macht's richtig, Leute.
Ja, Jugend macht's richtig, Leute. Lass. Wir müssen aber noch. War zu früh, zu spät abgebrochen, Leute. Zu spät abgebrochen, Leute. Boah, Junge, Junge, Junge. Das war knapp, Leute. Das war sehr knapp, Leute. Es war sehr knapp, Leute. Ja, die Bälle sind. Ja, noch mehr. Die ab. Ah, das war ein bisschen auf der falschen Seite. Und alle Juve macht so optimal, ich finde so so gut, Leute, die macht. Juve macht so optimal ein. Die machen so optimal, muss man ehrlich sagen. Aber wir machen es jetzt doch nochmal. Ja. Ein Genie-Streik und dann 2-2, Leute. Hallo, habt man die. Hier wird's ruhiger, Leute. Jetzt wird's ruhiger, Alter, durch den Genie-Streik, Leute. Und jetzt sieht's doch anders da aus für Juve. Nämlich so gut für Juve. Ja, das war das Problem, weil er abgeblockt wurde. Das war das Problem, abgeblockt. Ah nein, Mann, Alter, Mann. Alter, warum passiert das um die andere? Oh Mann, oh nee. Boah, Alter, das ist so. Alter, nervig, Leute, so nervig.
Oh, Arsch, Junge, das wie alter Schwede, das ist nicht zu glauben, Leute. Junge, Alter, nochmal aufgeholt und dann doch verloren das Hinspiel. Oh Mann, oh Männer. Das Hinspiel, Auswärtsspiel verloren. Oh Mann, jetzt müssen wir in unser Zuhause, müssen wir jetzt hoch, wollen wir jetzt, oh Mann. Oh Mann, heftig, das war nicht so der. Wir werden noch weiterkommen, Leute. Das ist unser Ziel, hier ins Viertelfinale zu kommen, Leute. Naja, die Sch mehr beste Chance an. Mehr Chancen erbeuten und weniger Chancen den anderen, den Gegner geben. So, je mehr Chancen, die weniger Chancen. Und jetzt müssen wir, ja, Mann, das war nicht so unser Spiel, Leute. Das war nicht unser Spiel, Leute, heute. Und jetzt wollen wir noch gegen Hertha gewinnen und dann halt rankommen, Leute. So, jetzt gibt es einen Post dafür. Deutschland und England will uns. Okay, Leute. Deutschland und England will uns. Okay. Okay, aber Leute, ich würde sagen, gegen Hertha spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.